und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seid bei Kunstreich bei Melissa. Ja, und heute zeige ich euch, wie man solche schönen Anhänger zaubert. Viele haben in den Kommentaren danach gefragt, ein paar haben sich auch per Privatnachricht gemeldet, ob ich nicht zeigen kann, wie man diese herstellt. Oh, ich zeige euch mal noch ein paar fertige, damit ihr mal einen Einblick bekommt. Das ist ein richtig tolles Muster und ich zeige euch, wie man das hinbekommt. Hier ist auch noch, habe ich noch Glitzer reingemacht. Wie ihr vielleicht sehen könnt. Also was ihr auf jeden Fall braucht, ist, um das irgendwo reinzufüllen, ein Cabochon. Ich habe hier jetzt verschiedene schon mal bereitgelegt. Einmal die kleine Mini-Version. Dann hier ein paar größere, dann eins, wo hinten auch noch einen schönen Baum drauf ist, finde ich auch richtig toll. Und ja, die werden wir jetzt gemeinsam machen. Hier habe ich schon mal noch gestern schon ein paar gemacht, weil ich habe eine neue Farbe bekommen. Und dann dachte ich, die zeige ich euch auch mal. Das ist so ein schönes Blau, aber die sind noch nicht versiegelt, weil später tut man die mit Resin versiegeln. Ihr seht den Unterschied. Ja, so, die muss ich noch versiegeln hier. Also, was ihr dafür braucht, Cabochons, dann diese Pebeo Prisme Fantasy Farben. Das ist natürlich ganz wichtig, weil nur mit denen geht es überhaupt. Weil dieses Muster entsteht durch eine chemische Reaktion, weil da drin ist Alkohol, schätze ich mal. Und die Farben reagieren auch mit der Luft, das heißt, nach etwa einer Stunde oder zwei Stunden, drei Stunden entsteht dann das Muster. Und ja, man kann das Muster nicht sofort erkennen. Man mischt zwar was zusammen, weiß aber nie, wie das Muster rauskommt. Und das ist genau das, was ich so toll an den Farben finde, weil jedes Mal ein bisschen was immer anderes rauskommt. Also, ich zeige euch das jetzt. Hier, ich zeige euch mal ganz genau, wie die heißen. Pebeo Prisme Fantasy. Da habe ich erstmal ein kleines Probepack gekauft, hier. Um zu sehen, gefällt mir das überhaupt? Benutze ich das überhaupt? Finde ich das überhaupt schön? Kann ich damit was anfangen? Und jetzt, da gibt es dann eine Box mit mehreren Farben drin und in größerer Variante. Ich habe ein bisschen zu nah dran gezoomt. Und ja, die habe ich mir zugelegt. Und mit dieser Box arbeiten wir auch. Dazu habe ich dann auch noch eine blaue Farbe mit dazu bestellt, die dort gar nicht drin war. Die zeige ich euch auch, damit ihr genau wisst, welche Farben ich benutze. Die Farben haben alle Nummern. Das heißt, wenn ich euch die Nummer sage, dann könnt ihr genau nachvollziehen, welche ich für das jeweilige benutzt habe. Die Nummer 38 war nicht in dem Koffer. Die muss man extra bestellen. Das ist ein schönes Blau, was ich hier verwendet habe. Das Licht ist heute wieder etwas schwierig. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. So. Ja, das ist das hier. Da habe ich auch noch ein kleiner. Jo, okay. Genau, das wollte ich sagen. Da sind immer 45 Milliliter drin. Und hier in den kleinen 20 Milliliter. Also es lohnt sich natürlich schon, die große zu kaufen, wenn ihr natürlich mehr machen wollt. Wenn ihr natürlich nur ein paar Anhänger machen wollt, dann klar, dann lohnt sich das ja fast nicht. Okay, also ich nehme, ich habe hier schon so ein benutztes Rührstäbchen. Denn wenn ihr die Farben benutzt, ist es immer gut, wenn ihr das richtig schön anrührt. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Blau, was nicht in dem Pack war. Die ganzen Farben, die ihr hier seht, was ich benutze, verlinke ich euch in die Infobox.
Das heißt, ihr könnt direkt gucken, was ich hier benutze, was ich gekauft habe. Ja, alles in der Infobox drin. So, wenn ihr die Farben aufmacht, dann nicht erschrecken. Sie riechen ein bisschen. Also klar, das ist Alkohol drin. Ich mache jetzt auch gleich mal das Fenster auf, weil ich schon gemerkt habe, der ganze Raum stinkt dann danach. Es ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen unangenehm, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Licht geht so. Oh je. Nicht optimal, ne, das Licht schon wieder. Aber gut, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Gut, wir rühren das an. Das ist die Nummer 38, wie gesagt. Schön am Rand entlang. Und dann tröpfeln wir in das jeweilige Kabochon ein bisschen rein. Ich nehme dazu immer so ein großes Rührstäbchen. So, ihr seht die Menge ungefähr. Genau, und das wollte ich euch jetzt auch noch sagen. Umso mehr ihr reinmacht, also umso eine dickere Schicht ihr reinmacht, umso größere Formen wird es. Ich zeige es euch gleich mal. Zum Beispiel, hier habe ich viel, viel mehr verwendet. Hier habe ich eine dickere Schicht gegossen. Und dann entstehen viel, viel größere so Punkte, Einheiten, je nachdem, wie man das nennen mag. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt mal von dem. Hier habe ich ganz dünn gegossen. Und da werden es ganz kleine. Also je nach Dicke, das ist ganz wichtig. Ich habe das vorher auch noch nicht gewusst. Ja, ich habe mich natürlich auch vorher informiert. Und da stand es nirgends. Dass man, wenn man mehr reinmacht, dass die Teile größer werden. Die Pünktchen, die Formen. Ich mache jetzt hier mal zwei gleiche, damit ihr auch sehen könnt, dass egal, wenn wir zweimal das gleiche machen, dass es anders aussieht. So, das reicht schon. Dann will ich noch ein blaues, kleines machen, weil ich das noch gar nicht habe. Ich hoffe, ihr seht es so. Ich mache immer nur ein ganz bisschen hier. Zack, in dem kleinen sowieso rein und fertig. Danach streife ich das Holzstäbchen, ihr könnt auch irgendwas anderes nehmen, ab. Nehme ein Serviette, ein Tuch und wische es ab. So, und jetzt riecht es schon nach dem Alkohol und ja, ihr könnt natürlich auch Handschuhe verwenden. Wenn ihr das benutzt, zudem benutze ich jetzt keine Handschuhe, weil ich finde jetzt auf der Haut brennt das jetzt nicht oder so. Aber klar, Sicherheitshinweise, das müsst ihr selber entscheiden, ne? So, das war die Farbe. Jetzt packe ich mal von meinem Köfferchen hier. Habe ich diese dunkle Farbe. Das ist die Nummer 36. Erstmal gut schütteln. Aufmachen. Stäbchen rein. Schön durchrühren wieder. Wobei ich die erst gestern benutzt habe, da ist es wirklich noch schön flüssig, weil das setzt sich alles separat ab. Die Pigmente und der Alkohol setzt sich separat ab und es muss dann wieder verrührt werden. So. Dann haben wir ein bisschen was von dem. Das ist jetzt ein dunkles Blau. Da tröpfle ich jetzt etwas ins helle Blau rein. Das reicht mir schon. Bei dem anderen mache ich es auch. So. Und
und bei dem Kleinen noch. So, wunderbar. Danach, ich möchte jetzt noch ein dunkles Blau hier reingießen. Wir wollen ja verschiedene Sachen testen. So. Ein dunkles Blau nehme ich auch noch hier auf den kleinen. So. Wieder schön abstreifen. Ein Tuch nehmen. Restliche Farbe weg. Und ihr seht schon, da entwickelt sich jetzt schon ein bisschen was. Ihr könnt es vielleicht sehen, wenn ich ein bisschen näher hinzoome. Da entwickelt sich schon was. Weil mit dieser Luft, sobald es an der Luft kommt, reagiert es. Ne? Gut. Dann möchte ich auf jeden Fall noch ein lilanes machen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Lila. Ich wusste nicht, ich dachte, es wäre rosa. Weil schaut mal, auf der Verpackung sieht es aus wie rosa. Doch innen drin ist es dann wie lila. Das ist die Nummer 25. Die Nummer 25 ist auch in diesem kleinen Pack drin. Also das ist die gleiche Farbe. Lila anrühren. Das reicht schon. Ich habe die gestern schon benutzt. Dann machen wir hier nochmal, ja, nehmen wir mal gerade hier das Große noch. Tröpfeln wir mal ein bisschen rein. Mir gefällt ja die dünne Variante besser, wenn man eine kleine dünne Schicht aufträgt. Denn die kleinen Muster gefallen mir ehrlich gesagt schon viel besser. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier oben auch noch. Ihr könnt ja die Farben dann noch mischen. Ihr könnt dann ganz außergewöhnliche Farbkombinationen erfinden, sozusagen. Ihr könnt ja eure eigene Kette dann machen. So, wenn man es alleine stehen lässt, nur eine Farbe alleine stehen lässt, das geht natürlich auch, bekommt ihr auch ein kleines Muster, aber nicht so ein schönes Fischmuster, kann man ja dazu sagen eigentlich. So, ihr seht, da reagiert es schon. Ich nehme dann immer so einen Zahnstocher und fülle die Lücken damit, weil ihr seht ja, hier ist es nicht ganz gefüllt. So, und hier auch. Könnt ihr auch ein bisschen in die Hand nehmen und rübernehmen. So. Dann einfach auch mit dem Zahnstocher ein bisschen hin und her gehen. So. Da ist jetzt noch keine zweite Farbe drin, deswegen spute ich mich jetzt. Ich nehme jetzt hier von der kleinen Packung. Das habe ich jetzt schon ein paar Tage nicht benutzt und ihr seht, es hat sich schon abgesetzt. Wenn der Fokus will. Ja, ihr seht. Oben ist eine klare Schicht. Unten weiß. Das heißt, wir müssen ganz, ganz gut mischen. Einmal schütteln. Für kleinere Mengen nehme ich einfach einen Zahnstocher. Mit dem Zahnstocher kann man das auch ganz gut verrühren. Also wie gesagt, die, wo Handschuhe anziehen wollen, ne,
zieht sie an, weil es kann natürlich auch allergische Reaktionen auslösen. Ich bin da jetzt auch kein Freund von sowas. Das ist jetzt jedem selber überlassen, ne? Und der Geruch ist auch gewöhnungsbedürftig. Ich habe Fenster aufgemacht, also kann das hier direkt abziehen. So, mein Gott, das Video wird wieder länger. Das ist halt so, ne? Wenn man was erklären will, etwas zeigen will, dann dauert das halt auch seine Zeit. Jo. Also das ist die Farbe Nummer 20, wenn ihr das gesehen habt. Die gefällt mir ganz arg. Und zwar, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich mache das hier in das Lila rein. Weil die Farbkombi mit dem Lila gefällt mir schon ganz gut. So. Ich glaube, das reicht mir schon. Dann mit dem Kleinen mache ich das auch so hier. Damit ihr seht, so verteilen tue ich es gleich. Und dann habe ich gedacht, machen wir vielleicht, damit es nicht beide gleich sind, machen wir einfach hier in den Blauen noch hier so ein bisschen was von dem rein. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Also manche Sachen haben mir dann schon nicht so gefallen. Das kann natürlich auch passieren, ne? Dass ihr dann sagt, wie sieht denn das aus? Ihr könnt es natürlich dann auch so lassen. Was ich manchmal mache, ist, ich verteile das ein bisschen. So. Das sucht sich eh selber seinen Weg. Also von dem her. Dann hier will ich das auch ein bisschen verteilt haben. Vor allem in der einen Ecke ist noch nichts. Na, dann machen wir noch ein bisschen rein. So. Da oben, der reagiert auch schon. Aber da machen wir jetzt nicht das gleiche rein. Wir wollen ja ein bisschen hier mit den Farben vielleicht auch ein bisschen rumspielen. Da zeige ich euch jetzt vielleicht noch eine andere Farbe. Wir probieren jetzt einfach mal alles Mögliche aus. Für das kann man ja auch noch ein bisschen Rot nehmen. Ist natürlich Geschmackssache. Okay, dann tropfen lassen wir ein bisschen. Die Farbe Rot ist die Nummer 13. Rouge Anglais. English Red. Cool. Coole Farbkombi. So, ein bisschen Rot. Ob jetzt Lila und Rot eine gute Kombi ist, das wird sich noch herausstellen, ob mir das so gefällt, weil ich bin eigentlich kein Rottyp. Und dann machen wir noch was in Grün. Grün geht immer. Grün ist schön, gerade wenn man ein schönes weißes Oberteil anhat und man kombiniert es mit einer schönen grünen Kette. Gefällt mir das richtig gut. Dann nehmen wir jetzt noch hier so einen kleinen. Dann möchte ich euch noch die Farbe, nee, das war sie nicht, das hier, 51 zeigen. Das ist ein, ja, so ein dunkles, das heißt Onyx. Ja, das ist ziemlich dunkel. Aber so hat einen metallischen Effekt da drin. Dann nehme ich nochmal das hellere. Das hellere ist die Nummer 20. Und ich sehe gerade, ich muss da noch mehr reinmachen.
ist halt die Gefahr, wenn man dann noch mehr reinmacht. Dass es dann eben diese größeren Punkte gibt. So. Was machen wir denn hier? Ein bisschen Vintage. Ihr seht, es ist nicht gerade. Deswegen habe ich hier überall so Zahnstocher drunter. Die, die nicht gerade sind, Zahnstocher drunter, dann passt die Sache. So, ihr Lieben, das ist der aktuelle Stand. Ich zeige es euch jetzt gleich noch in Nähe, damit ihr das sehen könnt. Ich habe jetzt ein bisschen Zeitraffer reingemacht, weil das sonst echt ein bisschen zu lang gewesen wäre. Aber ich zeige euch jetzt mal noch alles in Nahaufnahme. Bis gleich. So, dann zeige ich euch alle nochmal in Nahaufnahme, die wir gemacht haben. Und zwar verändern die sich jetzt an der Luft. Ich zeige sie euch gleich nochmal in einer Stunde und danach eventuell nochmal in zwei. Und dann seht ihr eventuell das fertige Ergebnis. Ich blende es euch einfach ein und schreibe die Zeit dazu. So, das sind die Teilchen in einer Stunde. So haben sie sich bis jetzt verändert, aber die werden sich noch weiter verändern. So, Leute, das ist das Ergebnis nach 3 Stunden. Und zwar zeige ich euch das jetzt gleich mal ein bisschen in Nähe. Ihr seht, das sind kleine Kreise entstanden, kleine Schüppchen, wie auch immer man das nennen soll. Und ich finde, es ist richtig, richtig schön geworden, diesmal auch wieder. Die Farbe gefällt mir richtig, richtig gut. Was ich mit euch auf jeden Fall noch ausprobieren werde, ist, ich habe jetzt hier noch so Glitzer. 2 verschiedene. Einmal so lila. Und einmal so ein, ja, Türkis, würde ich jetzt schon fast sagen. Und den möchte ich jetzt ein bisschen noch drauf streuen. Ich nehme einfach mal ein bisschen so meine Fingerspitze und riesel das so ein bisschen drüber. So. So, Leute, sorry. Und zwar ist mir der Akku ausgegangen. Zum Glück habe ich einen Zweitakku. Und ja, zum Glück, ey. Dann kann ich jetzt direkt weiter filmen. So. Ich habe jetzt hier und auf den kleinen, die zwei, habe ich diesen blauen Glitzer gestreut. Das habt ihr noch mitgekriegt, ne? Ich kann euch das auch in der Infobox verlinken, woher ich den Glitzer habe. Das war allerdings ein 24 oder 36er Pack mit ganz verschiedenen Glitzer drin. Finde ich auch richtig cool, weil dann kann man sich einfach immer die Farbe so aussuchen, was passt jetzt da dazu. Und der hier, das ist ein lila Glitzer mit einem ganz klein bisschen grüner Schimmer. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen kommt der hier auf das Lilane da vorne. Mal gucken, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das halt so genau erkennen könnt. So, den streue ich jetzt einfach mal da drauf.
So, es reicht schon. Und das mache ich bei den anderen zwei hier auch so. Hier bei dem kleinen ein ganz bisschen und hier bei dem anderen auch ein bisschen. Man kann auch das Glitzer schon vorher reintun. Also wenn es noch nass, wenn es noch ganz nass ist. Aber ich dachte, ich mache es jetzt halt jetzt schon drauf. Jetzt erst drauf. Ja. Na gut, bei dem Vintage will ich das so lassen hier, da unten. Weil ich das irgendwie schöner finde. Und der nächste Schritt ist jetzt, ihr rührt, also ihr wartet jetzt Minimum 12, eher 24 Stunden. Ist besser, wenn ihr länger wartet. Das ist wirklich komplett trocken ist, ne? Ihr wartet lieber länger als, ja, nachher ist es noch ein bisschen feucht und dann reagiert es eventuell mit dem Resin. Hier geht da auf jeden Fall kein Risiko ein. Ihr lasst es trocknen, am besten 24 Stunden, so mache ich es auch. Und danach könnt ihr das mit Resin füllen. Das kann ich euch auch zeigen. Vielleicht mache ich das auch direkt hier in dem Video noch. Oder ich mache ein neues Video, das weiß ich jetzt noch nicht. Dass man das irgendwie Teil 1, Teil 2, weil das Video ist jetzt echt arg, schon sehr arg lang. Ja, und dann habe ich mir noch überlegt, ob ich dann mit euch die Resin, klar, das Resin reinfüllen und so. Okay, das wisst ihr ja im Prinzip, wie das geht. Aber die Besonderheit ist eben, dass ich dieses Mal noch irgendwas reinmache, so Cabochons, ich weiß nicht, zum Vintage vielleicht hier so ein Schlüssel oder eine kleine Rose oder ich lasse mir da auf jeden Fall noch was einfallen. Ich möchte diese Anhänger, okay, der hier gefällt mir schon so sehr, sehr gut. Ihr seht vielleicht jetzt das Glitzer. Sieht man schon richtig schön, ne? Oh, ich liebe das total. Das sieht so toll aus. Also Edith, eine Kette von denen werde ich auf jeden Fall auch selber tragen. Der Rest kommt auf jeden Fall in meinen Shop. Und ja, jetzt habt ihr ungefähr schon mal gesehen, wie das funktioniert. Und wahrscheinlich mache ich dann einen zweiten Teil und bearbeite diese weiter. Ne, weil jetzt muss es eh 24 Stunden trocknen. So mache ich es. Und ja, also jetzt wisst ihr eigentlich, wie das funktioniert, ne? Ich habe euch hier die Farben gezeigt und die Nummern und den Rest machen wir später. Also ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und ich hoffe, ihr seid auch bei Teil 2 wieder dabei. Ganz liebe Grüße, ciao!